Hi, ich bin DF und heute bin ich mal wieder im Wald unterwegs. Ich habe heute ein bisschen mehr Ausrüstung dabei. Ich habe meine Kletterausrüstung mitgenommen. Ich möchte nämlich heute auf einen Baum klettern und dort ein Picknick machen. Muss aber erstmal was Passendes finden. Schlecht aus hier. Ich suche mal weiter. Da ist was. Da streunt jemand rum. Seltsamer Typ. Ich schau mal, was der macht. Verflixt, ich habe ihn verloren. Ich verstecke mich hier. Was machst denn du da? Ja, dasselbe könnte ich dich fragen. Und ich habe gedacht, mich verfolgt hier ein Irrer durch den Wald. Weißt du, wie ich erschrocken bin, ey? Aber, ja. Hallo? Ich habe gedacht, da ist so ein Vollidiot im Wald und will mich ärgern. Geht gar nicht. Ja, ich habe hier schon versucht, Polizei anzurufen. Sei froh, dass ich kein Handynetz hatte. Keine Fragen, habe ich auch schon getestet. Ja, ja, nee, also was machst du hier? Jetzt? Ich wollte ein bisschen Baum klettern heute. Ey, cool. Also ich wollte eigentlich auch so ein bisschen durch die Wälder streifen, mal wieder ein bisschen was auf YouTube stellen, aber klettern. Coole Idee, also da hatte ich eigentlich auch vor. Ja, dann machen wir doch was zusammen. Super, cool. Du sag mal, hat der Busch Sunny nicht gerade eine VA laufen? Also eine Challenge? Du, ja, ich war schon drauf und dran, die zu drehen. Aber ganz ehrlich, in meiner Gegend gibt es ja so gut wie keine Buschkraft. Also ich bin echt überrascht, dass du jetzt hier unterwegs bist. Ja? Zufall. Das ist großer Zufall. Ja, ja, cool. Gut, dann lass uns doch einfach zusammen was drehen. Machen wir. Na, auf geht's. Cool. So. Der Kollege hat besseres Material. Einmal wasserdicht. Indische Springkraut. Die Samen sind essbar. Ja.
Glück gesprochen. Mahlzeit. Einmal frei. Da bedienen wir uns. Ja. Noch eine kleine Pause. Reicht das? Ich muss ja Beutel füllen können, ne? Ja, ich nehme immer kleine Schöpfe, aber wir müssen natürlich warten, bis sich gesetzt hat. So, jetzt brauche ich noch einen Becher zum Schöpfen. Den habe ich, der Stefan. DF. Oh, super, danke. Bitte. Bestens. Oh! Sawyer Squeeze Filtertest. Seht ihr das? Der Beutel ist aufgeplatzt. So viel zum Thema Qualität. Gut, aber dass die nicht ewig hält. Ja, aber der ist neu. Der ist neu. Oi. Das ist ärgerlich. Super. Das ist ärgerlich. Da passt du keine undichten Beutel. Ja. Das dritte Mal in Benutzung. Nur mit der Hand gequetscht. Kinder? Ja. Okay. Und schon kaputt. Das kommt eigentlich nicht sein. Also ich glaube, das passiert dir bei dem halt nicht so schnell. Nee. Das ist so scheiße. Ich habe leider nur den Beutel dabei. Ich meine, es funktioniert ja, ne? Nur halt. Das ist auch zu halten. Undicht halt. Oh, mal ansaugen hier. Hm. Mir ist auch undicht. Auch undicht. Aber nicht richtig zugedreht. Ja, schau mal da. Ja, ich kann das Löchle zuhalten. Es funktioniert trotzdem. Ärgerlich. Ja, Nachteile bei der Systeme sind, der ist halt eher geeignet, wenn du zu mehreren Leuten unterwegs bist. Ja. Weil dann kannst du da mal auf einen Schlag 4 Liter pumpen. Geht schneller, ja. Und das geht auch recht fix. Und für Ein-Mann-Unternehmung ist der halt klasse. Ja. Danke. Prost. Prost, wenn wir nachher was meinen. Also vom Trinkkomfort habe ich aber jetzt auch, glaube ich, einen Vorteil, oder? Ja. Tja, wir suchen jetzt schon eine Weile, aber wir haben leider keinen vernünftigen Kletterbaum gefunden. Deswegen machen wir jetzt was anderes. Wir machen ein paar Kletterübungen und werden mit einem Fußig am Seil auf- und absteigen.
geht's. Ja, ich hab meinen schon an. So, und ganz wichtig beim Klettern, Gurtkontrolle, gegenseitige. Partnerkontrolle, Partnercheck. Ja, genau. Und der Götter rein, ey. Alles klar. Gut. Ich kenne ihn jetzt nicht so gut. Der, aber hat, auch, gut aus, der hat auch keine Beinverstellung. So. Okay, alles klar. Go. Das war doppelter Ankerstich, Herr Kollege. Oberen, jetzt den Karabiner zuschrauben, dann so weit wie es geht nach oben einsetzen und in den unteren reintreten. Auf geht's. Ich geh mal so aus dem Bereich der Einschlagstelle. Wichtig, möglichst nicht am Seil bleiben, das spart Kraft. Nicht nach hinten kippen lassen. Erzähl mal was. Geh doch. Geil. Aber wie komme ich jetzt wieder runter? Ich könnte dir ein Messer geben. Man kann natürlich auch nach unten posen. Rechter. Information an die Zuschauer, hier oben ist Kollege Brüll und tritt mir gerade am Kopf. Wie komme ich jetzt wieder runter? Runterposig. Gratulation! Yeah. Oben und da ist unten. Jetzt geht's los! Das war leichter als rauf zu. Ich glaube, wir machen mal eine Pause. Pause? Ja. Gute Idee. Ja. Machen wir Pause. Ja. Der ist fit genug, der braucht nichts. So, meiner braucht was. Also gut. Ja. Spritzbeutel wieder ausprobieren. Oh, die große Kocherausrüstung. Bei mir bleibt heute die Küche kalt.
Ja, weil mir es gerade so einfällt. Wir sind ja aus einem bestimmten Anlass jetzt hier. Nämlich, richtig. Hallo Markus, herzlichen Glückwunsch zu deinen 300 Abonnenten. Okay, mittlerweile sind schon über 360, Entschuldigung. Wollen wir mal ganz genau sein hier. Mach weiter so, dann überholst du bald einen Sacki. Markus, auch von mir, herzlichen Glückwunsch. Deine Videos sind echt immer wieder super. Und ich hoffe, unsere Aktion hat dir auch ein bisschen gefallen. Und wir werden jetzt erstmal noch was essen, denn mir hängt der Magen ganz am Boden. Ja, was soll man noch sagen? Ich hoffe, unser Treffen klappt. Und guten Appetit. Ja, jetzt werden wir erstmal was essen. Mahlzeit. Mahlzeit. Ich habe auch irgendwo Besteck. Oh, wo? Ja, das ist ein Mistkäfer, den kannst du auch essen. Heute nicht. Heute ist vegetarisch. Jetzt müssen wir schon wieder über diesen blöden Bach. Ja, Herr Bach, der bleibt uns nicht erspart, aber wir könnten ja mal was anderes machen. Ja. Und wir haben da schon was vorbereitet. Ja, ich finde dieses Seil zum Beispiel da sehr interessant. Also. Wer holt sich zuerst einen nassen Frock? Der F? Oder soll ich das tun? Ich mach das, ich bin der Danger Freak. Geil! Ja, war eine coole Aktion. So, jetzt können wir noch eine Kneipptour machen, oder? Warum haben wir da jetzt das Seil gespannt? Ach, scheißegal, komm, auf! Kneipp kurz im Abschluss. Total geil, das Seil hätten wir sparen können, aber was ist denn los? Ich bin voll die Kältememme! Ja, aber. Die Kneippkur war für was gut. Ich habe nämlich gerade eben hier noch eine Zecke entdeckt. Ich habe heute bestimmt 5 Stück abgelesen. Also wenn ihr unterwegs seid, sucht euch ständig ab. Es lohnt sich. Also ich kann es empfehlen, weil ich habe noch nie so viele Zecken auf einen Haufen gesehen. Passt da immer auf. Und ja, wir sind heute durch mit unserem Tag. Markus, ich hoffe, dir hat Spaß gemacht. Euch anderen, danke fürs Mitkommen. Und wir sehen uns. Ciao, ciao. Ciao. Ist dir kalt? Ja! Boah, Kälteschmerz, Kälteschmerz. Geil. Oh.